Das ist der Wedding. Hier wohnen wir. Viele dieser Häuser lässt man jetzt verkommen, weil das Bezirksamt und der Senat beschlossen haben, den Wedding zu sanieren. Trotzdem werden die Mieten weiterhin erhöht. Unsere Wohnungen sind zu dunkel, der Putz bröckelt ab, die Klos sind auf dem Hof. Die Wohnungen sind viel zu eng, weil zu viel drin wohnen. Für uns Jugendliche und Kinder ist kein Platz, weder drinnen noch draußen. Warum wurden trotzdem letztes Jahr 4 Jugendheime geschlossen und nur 1 wieder eröffnet? Vor 1,5 Jahren gründete sich die Bürgerinitiative Putte, um unsere Situation zu verbessern. Es fing mit dem Abenteuerspielplatz an, doch bald merkte man beim Spielen mit den Kindern, dass auch ein Schülerladen her musste. Für uns Jugendliche gibt es hier nur eine Diskothek, die viel zu teuer ist, und die umliegenden Kneipen. So musste ebenfalls ein Jugendladen her. Wir hatten aber keinen Bock, nur die ganze Zeit zu flippen, wir wollten mitarbeiten. Wir traten in die Bürgerinitiative ein und arbeiteten mit. Wir nahmen die Sache selbst in die Hand. Nun arbeiten auch schon Eltern mit. Wie wir hier wohnen, die Straße, und dann werden wir mal in den Hinterhof zeigen. Das sind alles Häuser, die auf Abriss stehen, die nicht mehr vermietet werden und die demnächst, nehme ich an, ausgebaut werden. Ja, in ein paar Jahren. Und dann werden wir mal zum Hof gehen, dann werden wir Ihnen das mal zeigen, wie das hier aussieht. Heute ist zwar Sonntag, aber es sieht immer so aus. So. So, naja. Der Hausflur ist von vornherein schon dreckig. Also da reden wir schon gar nicht mehr drüber. 6 Jahre, genau. 6 Jahre, genau. Oh, hier ist abgeschlossen. Da müssen wir andersrum jetzt. Und seit 6 Jahren ist es immer schlimmer geworden. Man hat, dann gucken Sie sich mal den Hof an, wie der hier aussieht. Also ist wirklich erschreckend. Und so klein wie er ist, werden auch noch dann die Autos hier abgeladen, also was ich natürlich scheußlich finde und was überhaupt nicht gestattet sein dürfte. Denn wenn wirklich mal irgendwas passiert, ein Brand oder irgendwas, und hier wohnen Frauen und Kinder und die Familien kommen ja nicht mal aus der Wohnung raus. Also ich weiß nicht, ist wirklich, also wie alt Berlin sieht das hier aus. Die Rumpelkiste. Ja, also. Naja, nur heute geht's noch. Da ist der Hof einigermaßen sauber. Nicht? Aber naja, sonst. Hier wird ja bloß einmal die Woche sauber gemacht durch so eine Reinigungsfirma. Naja, und die geben sich ja wohl nicht so viel Mühe. Ja, und die Portierfrau drüben, die macht ja immer den naja, Dreck einigermaßen. Die kann ja nun den Dreck gar nicht schaffen, ja, was andere hier hinschmeißen. Also sieht schon sagenhaft aus. Überhaupt, wenn Sie so manche Fenster so einzeln betrachten, also die ja, sehen. Die sehen scheußlich aus, immer der Anblick. Gucken Sie mal drüben da. Das sieht ja nun wirklich toll aus, da die 3 Fenster, also ja, alle Zwiebeln nicht. Das ist wirklich, dann sieht das schon alles so kaputt und dennoch. Ja, ja, machen wir. Gucken Sie sich das auch an, also. Hier, bloß die Ecke, das ist doch scheußlich. Wenn man das so sieht, so ein kleiner Hof und dann noch so viel Mist abladen, also. Also beengt ist sie, da können wir nicht mal alle Mann drinnen Mittag essen.
Und naja, vor allen Dingen ist ja die Küche auch nicht das Ideale. Für wie viel wohnen Sie denn? Wir wohnen zu 5 Personen hier. Waschen alles hier drinnen, denn Bad haben wir nicht. Und Sie sehen ja, wie abgewohnt. Also die Wohnung müsste von hinten bis vorne renoviert werden. Denn das ist ein richtiger Dreckstall. Und ich habe leider nicht das Geld dazu, um sie in Ordnung zu bringen. So. Ja, oh, zu tun. Dieser Raum ist... Und das ist hier das kleine Zimmer. Da schlafen die beiden Kleinen drinnen. Ja. Und dann aufhalten können sie sich ja auch nicht drin. Das ist ja alles zu beengt. Und ich habe mir das abgeteilt. Da haben wir hinten ein Schlafzimmer und vorne Wohnzimmer, wie man so sagt. Da schlafe ich nur mit meinen Großen hinten. Ja. Ja, das ist das berühmte Schlafzimmer. Zu wie viel schlafen wir denn hier? Hier schlafen wir zu dritt. Die beiden Großen schlafen auf der Doppelbettcouch und ich schlafe hier. Und die beiden Kleinen, die schlafen alleine. Weil wir doch abends noch Fernsehen gucken und alles. Und die beiden Kleinen müssen ja schon früh aufstehen immer. Ja. Ja, ja. Dann sage ich ihm bisher, dass das Feuer aus ist. Und wenn du so mit den Kindern? Was? Naja, die können einen ganz schön auf die Nerven nehmen. Wenn sie zu Hause sind. Von da drüben. Ja, es fällt runter, kommt denn nicht. Sind Sie denn auch irgendwie hier zu Hause mit Kindern? Naja, der Mario geht nur wochentags in den Kindergarten. Naja, die meiste Zeit verbringt man ja doch in seine vier Wände, nicht? Ja. Naja, jetzt wo die Großen zur Schule gehen, da hat man wenigstens vormittags ein bisschen Ruhe. Ja, aber sonst ist es grausam. Überhaupt sonntags. Ja, na die haben da so dein Auto an der Kiste. Wenn schön Wetter ist, dann spielen sie unten. Und wenn es regnet, na dann müssen sie oben bleiben. Und wo stehen sie, wenn sie auf dem Hof oder auf der Straße? Ach, na, auf dem Hof können sie nicht spielen. Wo sollen sie denn da spielen wegen die Autos? Und das ist doch mehr ein Müllhof als wie alles andere, oder? Na ja, gerade auf der Straße denn. Ansonsten nur auf der Straße? Nur auf der Straße, ja. Und die Knappummel habe ich gesehen und Kinders Freund. Ja, also nett. Und naja, jetzt wo der Lobby nun wieder aufmacht, dann können sie ja da wieder hingehen, ne? Ja, wann hat die Putte sich eigentlich das erste Mal so bei Ihnen gemeldet? Vor 2 Jahren, November. Ja, im November waren 2 Jahre, da haben sie das eröffnet. 1. November. Die Putte? Ja, Jugendladen. Seit da fingen sie an, dann den Spielplatz zu bauen. Naja, da haben sie den Spielplatz, dann haben sie unten den Schülerladen eröffnet. Ja. Na, und da waren dann die Kinder meistens drin. Und Sie waren ziemlich froh, dass die Kinder so von der Stadt... Ja, ich war zufrieden gewesen, dass die da drin waren. Vor allen Dingen waren sie auch unter Aufsicht, man brauchte keine Angst haben. Haben Sie den Eindruck, dass die Putte-Leute auch was für die Kinder getan haben? Oder dass sie sich mit ihnen beschäftigt haben? Doch, die haben sich mit beschäftigt. Also kann man nicht anders sagen. Die haben Schularbeiten gemacht, Ausflüge gemacht. Ja, da haben wir noch gemalt. Und Bahn gegangen. Haben wir noch gemalt. Schularbeiten haben sie auch gemacht. Ja, dann haben wir noch wieder schwimmen. In welcher Zeit dann? So von wann bis wann nachmittags? Na, von 2 bis um 5 Uhr war es. Da tuschen wir und so. Ja, von 2 bis 5. Ja, 2 bis 5. Ja. Welche, die dann fertig waren, die konnten dann in Nebenraum spielen gehen. Und die anderen, die mussten dann eben ihre Schularbeiten erst machen. Da haben wir noch gespielt, gemacht. Die Schularbeiten machen und die anderen, die keine aufhaben, die mussten erst um 3. Ach ja, die sind ja um 3 gekommen, nicht? Ja. Und da war auch noch und so.
Den wollen wir in Charlottenburg zeigen. Anderen Leuten, die nicht auf dem Fest hier sind. Wohnt ihr hier in der Gegend? Wohnt ihr hier in der Gegend? Ist hier schon mal so ein Kinderfest gewesen in der Gegend? Das war ja, glaube ich, schon mal. Hier, auf diesem Spielplatz aber. Und das soll ja jetzt hier abgerissen werden, ne, das Haus. Ja, wahrscheinlich schon morgen. Ah ja, habt ihr da in der Schule mal drüber geredet? Ja, haben wir auch schon drüber geredet. Was meinen die Lehrer dazu? Die Männer, ne? die haben sich das ja gut aufgebaut und da könnte das eigentlich stehen bleiben. Und die anderen Klassenkameraden? Die Männer auch, die finden das ja gut und wollen sie da bleiben. Ah ja. Und warum soll das abgerissen werden? Na, weil das Haus wahrscheinlich schon zu alt ist. Ah ja. Aber das Haus ist doch sicher genauso alt wie viele andere Häuser hier in der Gegend, ne? Ja. Warum das denn wirklich abgerissen werden soll, das weiß ich auch nicht. Weißt du nicht. Ah. Worauf haben Sie denn aufgenommen? Hier an der Seite, auf diese Maschine. Ach, hier, wa? Das können wir stellen uns hin und wollen runter. Hey du kleiner Mops, nur von der Ferne. Dolly. Aber drauf bleiben. Hier, so. Ja, so. 1-0. Ey, du lass das doch mal liegen. Gehen wir mal los. Was willst du damit machen? Tag.